Hä? Ich bin wirklich. Ah, nein! Ah! LOL! Okay, danke, ich hab eine Spitzhacke. Guten Tag, Mainz und hallo, liebe Leute, hier ist der Silencer und der Leon, grüß dich. AKA Stumpfmann, hallo. Und wir sind hier in unserer Bude, in unserem Bunker. Und wir werden jetzt an die Tagesoberfläche gehen. Pass auf, warte. Ich glaube, es ist noch nicht so weit, dass... Da werden einfach 1000 Stück kommen jetzt gleich. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns, mich, Leon und sonst irgendwelche anderen Leute. Klickt auf Mag ich, das wäre super. Das würde uns als YouTuber voll weiterhelfen. Und ich behalte die Shotgun im Anschlag. Da kommen jetzt auf jeden Fall 1000 Zombies hoch runter. Was machst du denn da? Morgen Gymnastik, ja. 8 Uhr. Ja. 8. Ja, komm, mach auf. Komm, ist egal. Wirklich? Ja, ja. Warte, das war eine Steine. Alles okay. Ich hab die Schrupfe hinter dem Anschlag. Ja, wir sollten uns vielleicht einen zweiten Ausgang noch machen, ne? Weißt du, was hältst du davon so? Ja, jetzt nicht, später dann, Mann. Jetzt ist genau. Spät. Wir werden jetzt an die Oberfläche gehen und dann werden wir ein bisschen Zeug fahren. So. Oh mein Gott! Die passen nicht rein. Ich hab's. Ja, warte, ich komme. Aber ich kann sie nicht abschießen. Du kannst sie nicht abschießen? Nein. Okay. Oh mein Gott, so nackter ist das. Boah, es ist einfach mega laut. Ich höre einfach nichts. Da ist noch einer. Ja, ja, die wollen weggehen. Und ich bin hier so eingefroren. Wow. Es ist so eng hier. Ja, mach mal oben. Wow! Ich muss nachladen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, ich mach weiter mit der Spitzhacke. Ja. Oh mein Gott. Irgendwie unten liegt er doch noch. Oh. Ah, tu sie weg. Warum sind das so viele? Guck mal. Der Dicke. Jetzt fertig, oder? Ne. Da sind noch oder? Ein paar. Da sind noch ein paar. Warte, ich flackert nach. Oh mein Gott, was war das denn? Ey, wir brauchen definitiv einen zweiten Eingang. Das geht gar nicht, Alter. Aber ey, die haben auch Loot, glaube ich, ne? Ja. Vor allem eben, ich mach den einen Stein noch weg, damit ich schnell Platz habe und da kratzt alles ein, die kommen runter, ey. Da oben ist noch einer, braucht das Sticker. Wow! Da ist eine Frau da oben wieder. Wie sie einfach schreien, ne? Was sind das für Geräusche? Ich komme hier nicht hoch, warte. Oh. Das war nicht so sinnig hier. Jetzt kommen wir erst recht nicht hoch. Ich mach ja schon. Oh mein Gott, guck mal ihre Augen an hier. Ja, die ist richtig eklig. Sieht aus wie Oli. Alter, das waren locker, weiß ich. Freiheit! Mal, so. Das ist eine schöne Burg. Das ist eine schöne Borg. Die Borg. Okay, ich verschwinde jetzt irgendwo. Wir sollten uns aufteilen, oder? Damit es effektiver ist. Ja, ich guck mal, ob ich hier Wasser jetzt holen kann, Leute. Yeah. Ob ich hier so einen Eimer machen kann. Ja, da habe ich einen Eimer, ein Bucket. Yeah. Yeah. Gut gemacht. Stumpfmann in the house. Stumpfmann. Warte, aber hier haben wir schon alles gelootet hier. Das ist ja doof. Und ich sehe hier sogar jetzt komplett die ganze Welt. Das ist schön. Ja, liebe Leute, wenn ihr mal mit uns spielen wollt, wir haben jetzt einen schönen Server, haben wir ja schon in der letzten Folge erwähnt. Anerwähnt, bitte. Ja. Wo läufst du lang? Mach das Schwein kaputt, wir brauchen das Schwein. Und wir brauchen Wasser. Das stimmt nicht. Das macht nur so bum, wenn man es abschießt. Das ist doch voll unrealistisch. Guck mal, ich muss jetzt 5-mal schlagen oder schießen. Also hier sind solche Eisenregale, die brauchen wir voll lange, bis die kaputt sind. Boah, ja, ich gehe gerade hier irgendwo ist in eine zu lange. Die Stadt da hinten. Ich suche. Oh, Zombies. Was suchst du? Ich suche eine Wasserquelle da links. Ich brauche ja Wasser. Hast du schon einen Eimer? Hey, wo bin ich denn da? Ja, ich habe einen Eimer gemacht, ja. Wunderbar. Es ist wunderbar. Ich habe einen Eimer gemacht.
glaube, ein bisschen Holz bräuchten wir vielleicht auch nochmal. Muss mal gucken. Hallo, nette Frau. Krankenschwester. Ein Müllsack mitten in der Pampa. Na, warum haben die eigentlich einen Krankenschwesteranzug an? Na, die wollen ein bisschen sexy sein. Ah, oh. Scrap Metal. Komm, weiter. Dann müssen sie aber hier auf Schaukeln durch die Gegend laufen. Hey, hier war ich schon mal. Es ist doof. Ich, in jedem Haus, wo ich jetzt bin, merke ich, dass ich da schon mal war. Ja, und das Loot respawnt nicht. Das ist, eigentlich ist das ganz cool gemacht, dass man wirklich gezwungen ist, Zeug wirklich zu craften. Craften? Ja, aber hä? Was bringt... So. Was soll ich denn was craften? Also, ich brauche hier aber manche Sachen hier, die man findet, um etwas zu craften. Und was ist, wenn ich die Sachen nicht mehr finde? So. Ja, das weiß ich nicht. Aber du hast ja gemeint, Fackeln sind nur... Kohle ist nur da. Dieser scheiß Kaktus, ich will nicht reinlaufen. Also, ich habe jetzt einen Eimer voll Wasser. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich eigentlich damit machen soll. Unten irgendwie reinlegen? Ja, eigentlich irgendwie in so einem... Quasi wie so ein Becken machen, weißt du? Mach eine unendliche Wasserquelle wie in Minecraft. Yeah. Ja, das ist wirklich so. Nur ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur mit einmal Eimer machen reicht. Geh doch weg, du Kack. Wir bräuchten eigentlich auch Gläser, halt leere Gläser. Mal schauen hier, ob ich irgendwelche hier in den... Oh, ich habe die Idee. Ich bring noch was mit, damit wir unser Haus noch schöner machen können. Oh, das ist schön. Oh mein Gott, das ist alles voller Zombies! Ich glaube, es ist gerade nicht so effektiv, hier die Anzahl an Scrap Metal, die ich hier finde, weil es ist einfach so... Hier war ich schon und das ganze Haus ist nur so ein Haus auf der Karte, aber eigentlich... Ah, das sind zwei Häuser, oder? Warte mal. Ja, hier sind sogar drei Häuser. Es wird immer mehr. Warte mal, ich gehe nochmal hier hin. Okay. Und Kochding. Wow. Wasser. Brr. Shame! Also ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken habe ich gefunden hier. Jo, ich nehme einfach erstmal alles mit hier. Hier war ich schon mal. Das ist ja doof. Vielleicht kann man hier die ganze Brücke auseinandernehmen, die besteht ja aus Eisen. Ist ja irgendwie cool, oder? Wenn man die ganze Brücke auseinandernehmen kann und dann so eine riesige Menge an Eisen bekommt. Ja, das geht leider nicht. Also alles, was so in sich zusammenfällt oder explodiert, zum Beispiel TNT, wenn du das halt hochjagst, dann bleibt halt kein Stein oder sowas liegen. Das ist echt schade. Oh mein Gott, was haben die denn mit dem Haus schon gemacht? Boah, da sind ganz viele Zombies da hinten. Boah, was war das jetzt? Man hat eine ganz komische Bewegung gemacht. Ich hab mich voller Schreck davor. Als ob er umfallen würde. Oh. So, ich geh mal einmal... ich weiß jetzt nicht genau, wo kriegen wir Potato Seeds her? Das nervt mich gerade ein bisschen. Ja, hat man welche gefunden. Die hat er direkt, als wir angefangen haben zu spielen, hat er welche gefunden irgendwo. Einfach in irgendeinem Sack, glaube ich, oder so. Ja, ich hatte auch mal in einem Schrank oder sowas habe ich immer gefunden. Ja. Suchen musst du. Suchen! Hä? Er macht es schon wieder. Oh mein Gott. Irgendwie beim Ziel macht er das, wenn ich ziele und irgendwie. Geht denn da? Richtig seltsam. Boah, Bücher. Ich brauche keine Bücher, Alter. Seid ihr hier? Also, ich habe bis jetzt 32 Scrap Metal. Lol, was haben die hier gemacht? Oh mein Gott, das ist voll nah hier. Ich find's immer lustig, wie die Zombies richtig schnell rennen, wenn sie im Haus sind, aber sobald sie aus dem Haus draußen sind und neben dir stehen, sind sie wieder ganz langsam. Ja. Aber das kann auch sein, weil ich glaube, die buggen sich so ein bisschen rum, weil die quasi noch aus der Nacht so sind. Dass sie noch so schnelle Zombies aus der Nacht sind. Nee, die sind einfach schnell, weil es da dunkel ist, oder? In dem Haus. Ja, genau. Hier gibt's viel Scrap Metal, das Geländer bei der Brücke, das kann man komplett auseinandernehmen. Das ist ja schön. Zerstöre es. Das ist so schön. Das ist die Brücke fürs Leben. So, wo ist denn unser Eingang da? Immer der Nase nach. Crap. Die Brücke ist einfach eingekracht. Ja, die kann halt nichts. Halt ja, ich hab da nur das Geländer weggemacht. Die ganze Brücke komplett ist die weg. Nur weil ich das Geländer an der Seite weggemacht habe. So, ich einfach runtergefallen bin. Ja. Oh mein Gott. Was war denn das jetzt? Aber hier kann man noch was holen. Ah, was mach ich denn?
Warte mal, ich muss Geländer, mal hier... Irgendjemand ist gerade in den Channel reingekommen. Hallo, wir nehmen gerade auf. Aber kein Ding. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hä, ich hänge gerade hier voll komisch fest. So, ich mache jetzt hier ein Loch in den Boden und dann... Ist ein Loch? Ja. Und dann schütte ich da Wasser rein, mal gucken. Hallo? Hallo, mein Schätzchen, wie geht es dir? So, bitte, bitte lass funktionieren. Ja, wir haben ein Wasserloch bei uns unten, ja. Oh mein Gott, ich bin so glücklich, dass das funktioniert hat. So. Es ist so selten. Den Eimer brauche ich nicht mehr. Gut. So. Essen habe ich auch ziemlich viel. Das packe ich auch mal hier direkt in die Storage-Boxen. Und dann... Oh mein Gott, wir haben viel zu viel Scheiße hier so drin. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Oh Mann, das hätte so viel Scrap-Metal gegeben. Dann kracht das Ganze einfach zusammen, obwohl diese Geländer an der Seite... Und dann ist das weg, ne? ...für den Halt der Brücke beitragen. Das sind ja einfach nur so dastehende Geländer. Die machen ja gar nichts. Ja. Dumm. Hätte ich jetzt die Stützen kaputt gemacht, okay, aber... Das war seltsam. Hä? Und auf einmal war ich im Wasser. Wie mache ich denn nochmal Storage Chests? Oh Mann, ich brauche dafür... Ich werde jetzt eh nicht sterben, glaube ich, wenn ich jetzt draußen rumlaufe. Oder? Ich habe jetzt übrigens fast 2 Stacks Scrap Metal. Ah, das ist schön. Der ist schon mal ganz ordentlich. Würde ich mal behaupten. Wir brauchen echt definitiv einen zweiten Eingang. Warum? Ich mache einfach da weiter. Bei beiden Eingängen. Ja, ich weiß. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Ja, na klar. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch keinen Bock, jetzt die ganze Zeit immer zu minen. Auch nicht, es wird irgendwann langweilig. Da hinten sind so. Hä, warte, bin ich jetzt zurückgelaufen? Hä, ich bin zurückgelaufen, wieso das denn? Richtig seltsam. Warte mal, wer bin ich jetzt auf der Karte? Der Weiße? Der Weiße? Oder der Grüne? Nee, ich bin der Weiße. Nee, ich bin bei der Weiße. Bei mir bin ich weiß. Nee, bei mir bin ich aber weiß. Ja, ja, klar. Nee, aber dieses Dorf hier sieht genauso aus wie das, wo wir sind. Oh mein Gott, stehen da viele Zombies. Was ja, die Tag 78, was geht? Die stehen da einfach und gucken dir jetzt das Haus an. Voll komisch. Voll gruselig. Hier. Hä, und hier bei mir auch, da vor dem Zelt. Ah. Hä? Hallo, ich muss ein bisschen weglaufen hier. Weg und das ganze Haus kracht so halb zusammen hier. Oh mein Gott, sie haben da schon alles kaputt gemacht hier. Ja, die kommen schon wieder, gell? Ey, die kommen nicht auf mich zu. Die stehen. Bei mir, die stehen hier einfach. Jetzt ja, bei mir auch. Aber ja, die gucken mich. Aber guck mich nur an. Ja, bei mir auch. Ist das ein Bug oder so? Hä? Ne, vielleicht haben die einfach keine Lust. Vielleicht haben die gemerkt, dass sie... Oh, oh, meine Muni. Hä? Sie machen nichts. Ja, egal, solange sie nett sind. Ja, sie stehen hier rum. Gucken einfach nur. Sie auch gerne weiter. Ein Schweinchen. Aber was mich ein bisschen stört, ist, wenn man hier jetzt nirgends mehr... Oh. Wenn man hier jetzt nirgends mehr, Loot findet, weil man das nicht respawnt. Ja. Dann ist doch irgendwann einmal komplett die Muni aus, oder? Ja, deswegen soll man ja auch, muss man selber was herstellen mit diesem Potassium Nitrate und ich glaube dann halt auch mit Kohle. Jetzt bewegen sie sich wieder. Sie hatten einfach, wahrscheinlich von dem Mutterzombie oder so, hatten sie die Anweisung, bleibt stehen. Das kann sein. Ah! Geh weg, Krankenschwester. Oh, ich war gerade in meinem Plätzchen. Oh mein Gott, ich habe vorhin so viel Muni verbraucht, merke ich gerade. Hol mal bitte, Muni. Warte. Ich muss hier setzen. Oh, wie schön ich ihn umgebracht habe, aber er sitzt genau auf dem Dings da drauf. Oh mein Gott, die standen auf einmal vor mir. Ich war nur in meinem Crafting-Menü, auf einmal stehen die alle vor mir. Ich guck mal, ob die unsere Burg schon irgendwie kaputt gemacht haben oder so. Da sind noch mehr, aber wegen der Fackel, die ich... Oh mein Gott! Hinten, unten am Berg, da ist voll der Haufen Zombies. Alter! Ich will raus aus dem Haus. Ich will hier raus, da kommen mir mehr Zombies. Hallo, nette Frau. Oh, meine Mutti und sie rennt! wie das so kommentiert hier. Sehr schön. So, komm. Ach, ich hab die Muni gar nicht unten in der Leiste drin. Ich weiß nicht, was ich hier jetzt mit dieser Burg machen soll, ganz ehrlich. Tu immer Fackeln in die Häuser, wo du reingehst, dann rennen die nicht so wie Gestörte. Der krank. Ich würde nur ein bisschen Eisen holen, dann rasten die so aus. Du darfst kein Eisen holen. Oh mein Gott. Oha, hier im Auto ist ganz viel Schrotflintenmunition und 2 Shotguns. Das ist gut. Ja, das gefällt mir auch. Brauchen wir.
Und Scrap Metal und Papier. Das Papier brauche ich nicht. Hier. Ich möchte gern ein. Meinst du, wir werden dann hier in dieser Burg wohnen? Werden wir ein schönes Leben haben? Ja, bestimmt. Das ist schön. Das freut mich, dass du das sagst. So. So. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Das Fleisch. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall. Ich mache jetzt alles hier gerade mit Steinen, ne? Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das hier so hält, weil das sieht alles ein bisschen instabil aus, aber. Ist bestimmt doch instabil. Wird schon passen irgendwie. Ich darf nur nicht alle Steine hier verwenden. Oh. Also so viel Stein farbt man gar nicht. Das ist echt heftig eigentlich so. Ja, geht schnell weg, gell, wenn man dann was baut. Also ich bringe auf jeden Fall ein paar Sachen mit, mit denen wir dann unsere Höhle verschönern können. Ja, das ist schön. Ein paar Einrichtungsgegenstände. Ja, das ist schön. Ich werde nämlich jetzt mal, ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich werde aus die Burg. Ah, was war das denn jetzt schon wieder? Komisch. Komisch. Ich schlag hier einfach so ein Geländer kaputt, auf einmal kriegt sie Damage und schreit wie eine Gestörte. Okay. Obwohl ihr eigentlich gar nichts passiert ist. Naja. Naja. Halt ein bisschen seltsam, wie das waren die Gardinen, die auf mich gekracht sind von dem Haus hier. Ach, die Gardinen? Die Vorhänge sind einfach auf mich gekracht und dann heult die rum deswegen. Ich habe eine Panzerfaust gefunden. Ja, wunderbar, kann man immer gebrauchen. Ja, warum? Für was ab? Wenn die mal wieder da am Eingang stehen und uns nicht rauslassen wollen, dann schießen wir einfach einmal rein, dann ist Ruhe. Also ich baue jetzt einen direkten Durchgang von der Burg runter zu uns. Ich heb das Sofa auf. Ja, ich heb das Sofa auf. Und hinter dem Sofa sind halt Gardinen und die krachen dann einfach auf mich als Strafe. Ja, und die hitten dich, ne? Das ist geil. Ja, das ist gemein. Ich hab übrigens gerade einen Sniper und einen Shotgun gefunden. Also 3-4 Shotguns gefunden, einen Sniper und einen Raketenwerfer. Es gibt aber, glaube ich, noch gar keine Rezepte dafür, dass man selber Waffen herstellen kann. Ich glaube, die kann man auch nur finden. Und die sind ja auch nicht unendlich auf der Karte. Eben, das heißt, wenn man irgendwann das Spiel so richtig suchtet, ist es vorbei mit Waffen. Ja. Aber das sollte sehr, 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 sehr lange dauern. Weil es gibt mega viele Waffen. Ich muss aufpassen. Ja. Deswegen, ich baue hier gerade schon fleißig. Taschenlampen geht weg, euch brauche ich nicht. Wow! Ach so, weil ich die Taschenlampen da hingelegt habe, ich dachte schon, was zur Hölle ist das? Oh, wieder, ich muss eben ein halbes Schwein reinziehen. Yeah! Oh. Oh. Yeah! Yeah! Das brauche ich alles hier nicht. Hey, Magazin! Was tue ich denn dafür weg, ey? Ich habe hier. Hier, das kommt mal weg. Ach ja, dieses Minen ist immer schön hier. Oh, ich komme jetzt nach Hause. Ich geh das ist schön. Du warst auf der Jagd. Nach Scrap Metal und wurde dabei ein bisschen irgendwie von Gardinen erschlagen und Zombies fast gefressen. Von Gardinen und Zombies. Ja. Gardinen-Simulator also hier. Guck, ja, Zombies weit. Also. Okay. Oh. Ich habe jetzt übrigens ein bisschen mehr als 2 Stacks Scrap Metal. Mhm. Das sollte ja ein bisschen was bringen an Eisen. Jo. Und wie viel hattest du vorhin bekommen, Eisen? 23? Naja, ich habe einfach alles, was ich an Dingsbums hatte, ich weiß jetzt nicht, 5 kommen, glaube ich, raus aus einem Ding. 5 Eisenbarren. Okay. Ja. Okay. Nein, das wäre so die Zahl. Okay. Okay. Und ich grab mich weiter nach unten. Nach unten. Und das ist wie ein Schornstein hier. Hoffentlich kommen da keine Zombies durch hier. Ich weiß noch nicht gleich, in welche Richtung ich vielleicht hauen muss. Tja. Ah, mehr so das da. Du bleibt ein Rätsel. Erstmal muss ich mich zum Boden hauen. Komische Geräusche irgendwie in der Landschaft hier. Ja, die ganze Zeit so Brummen. Also die hätten auf jeden Fall schon mal zum Patch diesen ganzen Zombie-Ekel-Sound mal so ein bisschen deaktivieren können. Ja, ist übertrieben, gell, in der Nacht immer, wenn die alle in einem Haufen sind. Das nervt dann irgendwann nur noch. Ja. Wenn man sich das auch die ganze Zeit anhören muss. Hä? Ich hab kein Material mehr für die Spitzhacke. Kein Holz mehr? Nee, Eisen. Kein Eisen mehr. Ja, ich bring ja Scrap Metal mit, da haben wir Eisen. Ja, aber trotzdem, ich bin jetzt gerade so mitten irgendwie hier so im
Im Nirgendwo. Hast du auch die Uhr im Blick wegen der Folge und so? Ja, ja, ja. Ey, wie scheiße ist das denn? Ich bin übrigens gleich da. Wir sollten dann runtergehen, oder? Und zumachen. Ja, deswegen. Ich bin ja hier oben. Also ich bin ja hier unten jetzt. Gerade, warte mal. Kann ich denn... Habe ich noch Leitern? Habe ich noch Leitern? Weil sonst hänge ich hier fest. Ich komme hier nicht hoch. Ich habe mich hier einmal runter... Ich habe mich hier einmal runtergearbeitet. Und ich dachte, ich hätte noch genug Material. Oh, genau vor mir ist Eisen. Ich kann es nicht kaputt... Bist du jetzt in der Burg, oder wie? Ja, in der Burg und ich habe mich nach unten gebaut. Warte, ich kann dir was helfen. Ich habe ja noch eine Spitzhacke. Moment, warte, ich hol dich da raus. Genau, ich schmeiß mal einfach eine runter da. Ja, warte. Ich hol dich da einfach raus, Moment. Ich kann mir eine Feueraxt machen, aber das will ich nicht. Hä? Hä? Warte mal, wo bist du denn drin? Hallo? Du musst in die Burg reingehen. Ja, ich mach gerade hier so ein... Du musst sie auf jeden Fall mit so einem Zugang musst du die kaputt machen. Also du musst da rein. Ich hab den komplett zugemacht. Ja, hier ist ja schon ein Zugang, aber du bist ja schon raus durch die Leiter, oder? Nee, ich bin unten. Hä? Ich bin unten im Loch. Ach so. No, das dauert mir zu lange. Hä? In welchem Loch denn? Ach, in unserer Höhle oder wie? Nein! In dieser Burg! Hier ist doch gar kein Loch in der Burg. Doch! Doch, da habe ich ein Loch gemacht. Gleich rasten die Zombies aus. Ja, sie sind... Hä? Ich bin wirklich... Ah, nein! Ah! Ah! LOL! Okay, danke, ich habe eine Spitzhacke. Wie geil ist das? Ah! Voll der Schm... Marc erschütternde Schrei. Nimm mal da liegen die ganzen Sachen, ja, die ich gefunden habe. Also ein paar zumindest davon. Oh Mann, das war richtig seltsam einfach. Genau da, wo ich mir den Eingang gemacht habe, war das Loch. Genau auf dieser Höhe, genau. Hammer. Und deswegen bin ich dann genau dort runtergefahren. Ich guck nur so in die Burg rein. Hey, da ist doch gar kein Loch. Ich laufe ein Stück nach vorne, aber dann knall ich nach unten. Und dann nur dieser Schrei. Ah! Oh mein Gott, boah, wie viel Shotgun-Munition du hast. Ja, die musst du mitnehmen, die Shotgun-Muni. Ja. Die Magazine musst du mitnehmen, die sind wichtig. Die Muni, die habe ich eben komplett, also das habe ich eben gefunden alles. Ja. Ich glaube, ich buddel mich jetzt mal. Oh, man kann nicht so ein bisschen da. Ah ja. Ich kann mich ein bisschen hier rumglitschen und sehe ich ein bisschen. Ah ja, da rechts. Okay. So schräg rüber. Okay. Ein schöner freier Fall. Vor allem, wie lange ich gefallen bin. Freefall, ja. Ich habe jetzt 44 Eisen. Oh, geil. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja. Yeah. Das war auf jeden Fall mehr als durch eine Nacht hier Eisen. Und ich würde mal sagen, die Nacht dauert fast genauso lang wie der Tag, ne? So ist es fast gleich eigentlich. Ja. Ja, ja. Ja. Das würde ich auch mal behaupten. Wo bist du jetzt? Bist du immer noch in dem Loch drin, ne? Ja, ja. Aber ich guck gerade, wie ich mich ein bisschen zu unserem Bereich hin arbeiten kann. Wie sie einfach geschrien hat. Naja. Gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir beenden hiermit die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Du bedankst dich bestimmt auch. Ich bedanke mich, ja, von tiefstem Herzen. Es sei bedankt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh, no.